Hallo zusammen, heute ist Sonntag. Gestern habe ich Teil 2 Video gemacht. Ne, oder Teil 3, sorry. Einen Quarzzylinder bearbeiten. Heute mache ich ein kurzes Steuerzeiten-Erklärvideo, weil viele Leute kommen einfach nicht raus, was damit gemeint ist. Mit Steuerzeiten messen. So, ein bisschen mehr Licht machen. Ja, wie geht das eigentlich vor? Also, man misst ja zuerst immer Steuerzeiten, wenn man, bevor man den Zylinder bearbeitet, dass man weiß, was er hat. Ganz normal, das kennt ja jeder. Geradschieben drauf, Zylinder einspannen, Kolben ohne Kolbenringli drin, dann OTP-Stimmung machen. Mit der Schieblehre oder mit der Messuhr, wie auch immer, wie es am besten geht. Dann tut man Markierungen setzen. Da 0 Grad vor Gradscheibe oder 360 Grad muss mit der Markierung vom Gehäuse übereinstimmen bei OT. Das ist wichtig. Und dann, wenn man das so hat, genau OT bestimmen, dann tut man nichts anderes als die Drehrichtung vom Motor. Das hier ist jetzt ein rechtsdrehender Motor, drehen. Bis der Auslass freigegeben wird, bis man Kante auf Kante hat, also bis man den Schlitz fast nicht mehr sieht, so wie hier. Dann geht man gerade, schön gerade, hier vorne dran schaut man her. Man richtet sich der Kopf genau perfekt in der Flucht vor Kurbelwellen aus, neigt sich gegen die Seite. Dann kann man hier 360 Grad ablesen. Oder 0 Grad, das ist meine OT-Markierung. Die muss dann hier eine Markierung am Gehäuse machen. Das soll nichts anderes heißen. Genau hier in dieser Position, bei dieser Kurbelwellenstellung, macht mein Kolben den Auslasskanal auf. Genau an der gleichen Stelle gegenüber macht der Kolben wieder den Auslass zu. Das müssen wir aber nicht markieren. Das rechnet man einfach mal 12. Das heißt, der Kolben, der Auslass wird hier freigegeben. Ist in dem Bereich von UT offen, bis er hier hinten wieder zumacht. In dem Bereich hier oben ist er geschlossen. Dann macht er hier wieder auf. Einfacher kann man das rechnen, wenn man wieder auf OT stellt. Das Ganze so. Dann habe ich hier gegenüber meine UT-Markierung 180 Grad. Die rechne ich von hier aus hier durch, bis ich zu dieser Markierung komme, wo der Auslass aufmacht. Die Differenz von hier. So, hier ist der Bereich, wo es aufmacht. Also, wenn das jetzt, sagen wir mal, 75 Grad zu UT sind, dann rechne ich das mal 2. Dann sind das 150 Grad, wo der Auslass gesamthaft offen ist. Oder 160 oder 170, je nachdem, was für ein Zylinder oder was man gemacht hat und so weiter. Das ist überall das Gleiche. Bei den Überströmern mache ich das genau das Gleiche. Dann drehe ich einfach weiter, bis die Überströmer aufmachen, Kanten auf Kanten stellen. Dann wieder den Kopf ausrichten, dass man in einer Flucht zur Kurbelwelle ist. Nicht irgendwie so oder so oder so, wirklich schön gerade, als wäre der Kopf hier wie ein Ständer am Polrad befestigt, dass du wirklich gerade heranschaust. Weil, wenn du leicht schräg heranschaust, dann gibt es Abweichungen von mehreren Grad. Dann bringst du es nie genau her zum Lesen. Das ist wirklich wichtig. Wenn man sich nicht sicher ist, wiederholt man die Messungen immer und immer wieder, bis man mehrmals auf das gleiche Ergebnis kommt. Das ist dann das, was der Zylinder hat. Das ist sehr wichtig. Genaue Messungen führen auch zu genauem Resultat. Alles andere kannst du nicht brauchen, wenn man irgendwie halbpatzig tut oder so. Es ist wirklich wichtig, hier, dass man wirklich genau arbeitet, genau heranschaut. Jetzt habe ich ja meine OT-Markierung hier unten. Dann mache ich für den Strömer öffnet genau hier eine Markierung. Das ist eine Differenz zu UT, weil die machen ja in dem Bereich von UT sind sie offen. Das heisst, die machen hier auf und machen hier wieder zu. Und da drüben sind sie ganz zu. Und dann machen sie wieder hier auf. Also der Bereich hier, wo die wissen, wo der Strömer offen sind. Das heisst, Differenz zu UT tue ich immer rechnen. Also messen und dann mal 2, weil das ist die gleiche Differenz wie hier, weil es symmetrische Öffnungszeiten sind. Und einlasstechnisch drehe ich weiter, bis hier oben irgendwann der Einlasskanal freigegeben wird. Das wäre hier.
dann ist das ja vor OT, wo der Einlass aufmacht. Der ist in diesem Bereich von OT offen. Das heisst, wenn er hier aufmacht, sagen wir bei 60 Grad vor OT oder 70 Grad vor OT, macht er auf, dann macht er auch bei 70 Grad nach OT wieder zu. Das heisst ja 140 Grad Einlass Steuerzeiten. Darum messe ich immer die Differenz beim Einlass, wie viel macht er auf vor OT. Dann kann ich das mal 2 rechnen, dann habe ich dann den Gesamtöffnungswinkel. Das gleiche eben Auslass über Strömer Boost Ports bei UT. Wie viel macht er vor UT auf? Dann rechne ich das mal 2, dann habe ich den Gesamtöffnungswinkel von allen Kanälen. So, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich einfach. Es ist nur kompliziert zu erklären, wenn man kein Video hat. Darum mache ich jetzt hier ein Video darüber. Ja, jetzt habe ich meine Steuerzeiten gemessen. Ich habe sie auf einen Zettel aufgeschrieben, wie hier, damit ich sie noch weiss, wenn ich irgendwann später wieder dahinter gehe, wenn ich den Zylinder bearbeitet habe, dann weiss ich immer noch, aha, was habe ich gehabt, was muss ich machen. Und jetzt haben wir ja, sagen wir jetzt mal, 70 Grad oder sagen wir 75 Grad macht der Auslass von UT auf, ist also 75 Grad nach UT tut er schliessen, 75 mal 2, das gibt 150 Grad. Ja, 150 Grad ist er gesamthaft offen. Jetzt habe ich über Strömerzeiten von, sagen wir jetzt mal, 62 Grad vor UT macht er auf, das gibt 124 Grad. Da habe ich ja eigentlich gute Strömerzeiten, brauche ich auch keine Hautplatte, da kann die dünne Papierdichtung drinnen bleiben, dann erübrigt sich das. Aber jetzt habe ich einen Auslass von 150 Grad und eine Strömerzeit von 124. Das gibt nicht gerade viel Differenz, das sind 36 Grad Differenz, das sind 18 Grad Vorauslass. Also das heisst, 18 Grad bevor der Kolben den Überströmer auftut, macht er zuerst den Auslass auf. 18 Grad oder Vorauslass. Gesamthaft sind 36 Grad mehr Differenz, das tust du dann einfach durch 2 rechnen, dann hast du dann den Öffnungszeitpunkt, wie viel Grad der Auslass vor den Überströmer aufmacht. Das ist mein Vorauslass. 18 Grad, sehr wenig. Ich möchte 26 Grad. Was muss ich machen, für 26 Grad zu bekommen? 124 Grad Strömer, wie gesagt, sind optimal. Also, 26 mal 2 gibt 52 Grad. Jetzt rechne ich 52 plus 124. Das gibt 126, 176 Grad. Also muss mein Auslass gesamthaft 176 Grad offen sein, damit ich einen Vorauslass von 26 Grad bekomme bei 124 Grad Strömer. Das ist, nicht, ist ganz einfach. Dann stelle ich das wieder auf OT stellen hier. Das Ganze, dass es wirklich schön fluchtet, dass es schön bei OT ist. 76 durch, also 176 durch 2, was geht das? 6 durch 2 gibt 3, 75 durch 2 gibt 35, gibt 38, gibt 100 durch 2 gibt 50, das gibt also 88 Grad, wo der Auslass muss auftun vor UT, 88 Grad, jetzt gehe ich hier schauen, jetzt habe ich hier 180, das ist UT, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und noch 8 dazu. Dann, aber wie gesagt, wieder schön von vorne schauen, mache ich hier bei 88 Grad vor UT eine Markierung, wo der Kolben den Auslass öffnen sollte. Dann drehe ich dort her, wo der Kolben aufmachen sollte, also der Auslass aufmachen sollte, bei 88 Grad vor UT. Mache mit dem Stift hier eine Markierung auf der Laufbahn, schön am Kolben entlang, damit ich sehe, dann, wenn ich ihn ganz auf UT drehe, ist dann die Linie über dem Auslass. Und dann weiss ich halt genau, aha, der Kolben muss genau dann, wo meine Markierung ist, den Auslass aufmachen. Jetzt habe ich eine Differenz von Markierung zum Auslass, sagen wir jetzt mal 2 mm. Dann tue ich jetzt den Auslass bis zu dieser Markierung her bearbeiten, die 2 mm sozusagen den Auslass löpfen. Und dann, wenn ich das bearbeitet habe, gehe ich wieder die Steuerzeiten messen. Dann sehe ich, aha, oh, 88, mein Auslass macht jetzt auf. Ah, das ist 88 Grad vor Auslass. Also ich habe mein Ziel erreicht.
88 mal 2 gibt 176. Und dann habe ich meine Steuerzeiten hergebracht, die ich haben will. Dann habe ich schön 26 Grad Vorauslass, 176 Grad Auslass zu 124 Grad Strömer. Also ganz optimal. Dann mache ich weiter. Wenn machen meine Überströmerfenster alle zur gleichen Zeit auf oder nicht? Machen meine Boostports zur gleichen Zeit auf wie die Überströmerfenster? Wenn ich sehe, nein, ist nicht so, dann mache ich nicht genau dort, und ich den Kolben positionieren, den Kanal, der am ersten auftut. Dann mache ich wieder mit der mit dem Stift hier Markierung entlang am ganzen Zylinder, also dort. Und dann kann ich alle anderen Fenster, die nicht zu diesem Zeitpunkt aufmachen, mit einem Winkelfräser nachher bearbeiten, damit die wirklich schön auf gleicher Höhe sind. Wenn ich das gemacht habe, kann ich wieder Steuerzeiten messen, schauen, ob es stimmt. Sind alle Kanäle jetzt zur gleichen Zeit aufmachen? Hier passt es schön jetzt. Alle Überströmerfenster, Boostports, alles macht zur gleichen Zeit auf. Wenn ich das gemacht habe, ist schon dieser Part beendet. Dann geht es weiter. Wie bringe ich meinen Einlass auf anständige Steuerzeiten? Ganz einfach, ich stelle wieder auf OT das Ganze. Ja, so wirklich schön fluchten. Jetzt habe ich ja gemessen 140 Grad Einlass. Das sind 70 Grad, die er vor OT aufmacht. Ich will da britzen. Sagen wir jetzt mal, ich will jetzt 164 oder 166 Grad Einlass. Das passt gut zu diesen Auslasssteuerzeiten. Ich sage immer so zwischen 10 bis 14 Grad weniger Einlasszeiten als Auslass. Das arbeitet gut. Der hat er auch wirklich im ganzen Dreizahlbereich schön drei Momente, also Leistung, vor allem auch gerade im Resonanzbereich, dass er bis zum Schluss Leistung hat. Die Motoren werden sowieso, wenn sie richtig abgestimmt sind, nur im Resonanzbereich bewegt. Was darunter passiert, ist mir alles gleich, weil ich habe ja meine Fliehkraftkupplung, die eingestellt wird mit dem Schlupf, dass er erst dann einkuppelt, wenn er in Resonanz kommt. Das heisst, alles darunter interessiert mich gar nicht. Dann kann er so scheiße laufen, wie er will. Mir ist wichtig, dann, wenn die Kupplung eingreift, dann sollte die Resonanzleistung da sein bis zum Ende der Dreizahl Resonanzpower. Dieser Bereich ist mir wichtig, darum Einlasszeiten zwischen 10 bis 14 Grad tiefer. Sagen wir jetzt, wenn wir jetzt einen Sportzylinder haben, der maximal 160 Grad Auslass hat, kann man 10 Grad weniger Einlass machen, das arbeitet gut. Wenn wir jetzt einen Zylinder haben, der 180 Grad Auslass hat, dann mache ich lieber 12 oder 14 Grad weniger Einlass statt Auslass, weil sonst würde der Einlass irgendwann viel zu hoch werden und dann hat er auch massiv Spülverlust, es sauft dann wie fast ab. Also, jetzt habe ich 140 Grad gemessen, ich will aber 166 Grad. Was mache ich jetzt? Das sind 83 Grad, die der Einlass von OT aufmachen muss. Das heisst, ich messe jetzt genau 83 Grad, also 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 plus 3 mache ich genau. Hier schön her schauen, genau eine Markierung, die habe ich jetzt hier gerade. Das passt wunderbar. Bei diesem Zylinder will ich gerade 63, also 83 vor OT aufmachen. Dann drehe ich mit meinem Polrad dorthin, 83 Grad vor OT, mache hier schön eine Linie. Habe ich jetzt hier auch schön gemacht, eine Linie. Dann kann ich weiter aufdrehen, dann sehe ich, aha, das Kolbenhemd muss sehr viel gekürzt werden bis zu der blauen Linie. Dann macht der Kolben genau bei 83 Grad vor OT den Einlasskanal auf. Und dann habe ich dann meine 166 Grad Einlassstürzeiten, die ich gerne möchte haben. Der Zylinder hier mit dem Kolben hat jetzt 148 Grad noch und ich will 166 machen. Und genau das Material bis zu der blauen Linie muss jetzt weg, damit er genau bei 83 Grad aufmacht und 166 Grad gesamthaft offen ist. Das ist eigentlich der ganze Trick dahinter. Wenn man das alles so bearbeitet hat, und ganz am Schluss, wenn der Zylinder komplett fertig ist, mache ich noch eine Endkontrolle, nochmal aufspannen, nochmal Steuerzeiten messen, schauen, ob alles stimmt, so wie ich das will. Wenn es stimmt, habe ich mein Ziel erreicht. Das ist dann das Nächste, was kommt. Quetschkante anpassen. Das ist dann die nächste Aufgabe. Über Strömer vom Gehäuse auf den Zylinder habe ich angepasst. Anzugstutze zu Einlass habe ich angepasst. Auslass zu Krümmer habe ich angepasst. Zylinder habe ich komplett bearbeitet. Dann kommt nur noch Quetschkante drauf. Wenn die nicht stimmt,
dann ist eigentlich mein Motor einbaufertig. Das ist der ganze Trick dahinter.